ihr Lieben, ich drehe euch heute wieder ein neues Video und zwar mache ich auch endlich mal nach sehr langer Zeit den What's in my bag Tag und zeige euch, what's in meiner bag ist. Aber zuerst mal möchte ich euch was sagen und zwar, in letzter Zeit schreiben mich wieder so viele von euch an, ne? Das ist echt so cool, also sei es auf Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube oder sonst wo. Ich finde es einfach unglaublich und ihr macht mir Fanpages und ihr wisst, wen ich meine. Na, ihr fühlt euch angesprochen und schreibt mir einfach so viel und so süße Sachen und schüttet mir quasi euer Herz aus und das ist einfach so toll und ich bin euch so dankbar dafür und ich möchte euch jetzt einfach mal hier kurz Danke sagen. Ich habe euch ganz, ganz, ganz doll lieb. Hier ein dickes Herz an euch. Es ist so süß und bitte macht weiter so. Ich freue mich immer, wenn ihr mich anschreibt und genug Sentimentalität, fangen wir mit dem Video an. Und zwar habe ich meine Tasche natürlich vorher nicht aufgeräumt und es ist wahrscheinlich sehr viel drin, aber naja. Erstmal zu meiner Tasche, das ist die hier, das ist so eine dunkelblaue von Primark. Mir fällt gerade auf, da war eigentlich, ach hier, da ist so ein Ding noch vorne dran. Dann hat die hier zwei so Henkel und einen so einen lang, den ich mir dann immer so über die Schulter hänge. Ja, hat hier drin ein großes Fach und hat dann hier nochmal zwei kleine Reißverschlüsse, so, wo man dann hier in die Seiten nochmal was reintun kann, was ich total cool finde. Und dann zeige ich euch jetzt erstmal, was hier vorne in diesem großen drin ist. Und zwar ist da einmal mein Portemonnaie drin, das ist von Eulili, das ist so ein rotes, schon ein bisschen abgeranzt, aber eigentlich trotzdem noch ganz cool. Dann habe ich einen Zettel drin vom Hautarzt. Dann habe ich Kaugummis drin. Hier von Extra diese Bubble Mint Kaugummis. Die sind mega lecker. Die schmecken wie diese Kaugummis von früher. Müsst ihr mal ausprobieren. So, dann habe ich ein AUX-Kabel da drin. Dann meinen iPod. Hier, ich muss euch das mal einblenden, was da drauf steht. Da steht auf jeden Fall mein YouTube-Name quasi drauf, also Yonessa und Hakuna Matata, mein Motto. Habe ich mir da irgendwie so eingravieren lassen, das konnte man machen beim Kauf. Dann sind da natürlich noch Kopfhörer bei. Ja, das ist halt der neue iPod Nano oder wie der heißt, von Apple für 170 oder so, falls ihr fragen solltet. Dann, was habe ich da noch drin? 20 Cent. Ein Kuli. Es ist so spannend, es ist unglaublich. Dann habe ich Werbung drin von dort, wo ich gerade arbeite. In einem Restaurant übrigens, hier in Dortmund. Dann ein Cent und ein Haar. Dann war es das hier. In diesen kleinen Taschen habe ich nichts drin, aber in der Reißverschlusstasche ist mein Schlüssel drin. Da ist übrigens so ein süßes Foto von meiner Mama, meiner Schwester und mir, als wir im Zoo waren. So, das muss ich mal kurz alles da wieder reinstopfen. Bin ich fokussiert? Ja, oder? Ich hoff's. Ah! Ist schon wieder Chaos pur hier. So. Okay, jetzt gehen wir in das vordere Fach hier, das mit dem Reißverschluss. Und dann zeige ich euch, was da vorhanden ist. Mir klebt ein Haar an der Lippe. Da ist drin Streichhölzer. Nein, ich rauche nicht, aber die sind da trotzdem drin. Dann Baby Lips, die ohne Farbe. Dann eine kleine Creme, die mal in meiner Glossybox war. Irgend so eine Creme. Dann Erfrischungstücher. Mein Desinfektionsspray von Bath & Body Works in Melting Marshmallow, was voll geil riecht. Und ihr wisst, ich brauche immer Desinfektionszeug. Eine kleine Nagelfeile. Also ich glaube, ich bin für jede Situation ausgerüstet. Dann habe ich so einen Lipsmacker, den habe ich mir letztens in Primark geholt. Da war eigentlich so eine Daisy Duck drauf. Und der riecht total nach Kuchen. Der riecht so geil. Ich glaube, der hat nur 1 Euro gekostet. Holt euch den mal. Der riecht echt ultra geil. Mit so einer Daisy drauf. Dann habe ich OBs. Ein kleines Parfüm von Hypnotic Poison, Eau Secret, Eau de Toilette, Dior. Von Dior. Dann noch eins von DKNY, Be Delicious. Ja. Dann eine Handcreme von
Alessandro Christmas Time, die so geil nach Zimt und so Apfel riecht. Die riecht echt ultra geil und die mag ich halt voll gerne, deswegen benutze ich die nicht so oft, damit sie nicht leer geht. Und so, das war's in diesem Fach. Das sind halt so die kleinen Sachen, wo man einfach mal so schnell reingreifen kann. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt das hintere und letzte Fach. Da ist drin Taschentücher, Feuchttücher, meine geliebte Creme, wie heißt sie? Dalan, Doliv oder so. Die gibt es im Douglas für 1,50, glaube ich. Und die ist echt super, wenn ihr irgendwo trockene Stellen habt oder so. Die ist sehr, sehr, sehr gut. Kann ich euch nur empfehlen. Dann ist da ein Spiegel drin mit einem V für Vanessa. Und einer Bürste, kennt ihr bestimmt diese Dinger. Ja, was haben wir noch? Ein kleines Deo von CD. Ich mag den Geruch zwar nicht so gerne, aber es ist halt so ein kleines Dings. Für unterwegs, ja. Dann habe ich ein EOS Lip Balm in Strawberry. Die Dinger sind übrigens voll geil, ich liebe die. Dann habe ich One Ginger Morning von Treacle Moon Körpermilch. Die benutze ich auch eigentlich als Handcreme, deswegen ist die da drin. Dann habe ich noch mehr OBs. Mein Mipau, der gerade verschwunden ist. Ah, hier. Mein Mipau mit Mipau-Tasche. Da habe ich dann auch immer noch ein Kabel drin, weil meins hat so einen Android-Stecker und ich ja, muss das halt mit Kabel laden und dann ist dann noch so ein Aufladestecker, Steckdosen-Dings drin, damit ich mein Mipau auch unterwegs aufladen kann. Total krank, aber egal. Jo, was haben wir noch? Dann haben wir hier noch einen kleinen Spiegel. Da, wo? Dann habe ich noch mehr OBs. Also ich glaube, ich kann 100-mal meine Tage bekommen. Ich bin ausgerüstet. Und dann habe ich noch zwei von den Astor Lip Color Butters in, keine Ahnung, 013, glaube ich, weil das ist schon alles ab. Und halt so ein rosaner. Die habe ich eigentlich immer dabei, weil ich die voll gerne mag und die kann man irgendwie immer auftragen. Ne, so mal zwischendurch. Sonst, ich glaube. Ah, Moment, ich muss das einmal kurz hier wieder rein tun. So. Ich glaube wirklich, dass ich die einzige YouTuberin, Beauty-YouTuberin bin, die nicht so einen fetten Kosmetikbeutel in ihrer Tasche hat, wo voll viel Schminke drin ist. Aber ich weiß auch nicht, ich mag das irgendwie nicht. Also, ich meine, ich schmink mich morgens. Und dann bin ich so halt geschminkt. Wie gesagt, das Einzige, was ich so mit habe, ist was für die Lippen. Und das war's. Und so andere, die haben dann ja echt so eine fette Tasche mit, wo drin ist Mascara, Puder, Make-up, Concealer, Augenbrauenstift, Lidschatten, Lippenstift, Nagellack, Shampoo, Duschgel, so ungefähr. Und ich finde das aber irgendwie, keine Ahnung, ich brauche das halt nicht. Ist das komisch? Habt ihr sowas da drin? Also in eurer Handtasche? Ich habe zwar echt allen Scheiß da drin, aber sowas nicht. Ist das komisch oder ist das normal? Weil immer wenn ich mir so What's in my bag Tags angucke, haben die das da irgendwie drin. Und dann denke ich mir so, bin ich komisch? Egal. Das war's auf jeden Fall mit meiner Bag. Die hat übrigens, wie viel hat die gekostet? 14. Glaube ich. 14 Euro bei Primark und ich finde die echt super. Ich meine, die Reißverschlüsse haken manchmal ein bisschen. So wie jetzt. Aber sonst ist die echt cool. Ich bin super zufrieden mit der und mag die voll gerne. Und somit beende ich das Video. Ich habe in den letzten Videos meine Endcard vergessen. Deswegen kommt sie jetzt wieder. Ich verlinke euch mal. Was verlinke ich euch denn mal? Ich verlinke euch das letzte Follow Me Around auf der Insel Mainau, wo ich noch in Konstanz war mit Lara. Könnt ihr gerne mal reinschauen, das ist ganz lustig geworden eigentlich. Und ich weiß nicht, mögt ihr eigentlich Follow Me Arounds gerne? Weil ich habe das Gefühl, dass die irgendwie nicht so oft angeguckt werden wie andere Videos. Könnt ihr mir mal gerne schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!